Auschwitz war das größte deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager. 1940 hatten die Nationalsozialisten mit dem Bau in der Nähe der heute südpolnischen Stadt Oświęcim begonnen. Aufgrund der zentralen Lage im deutsch besetzten Europa wurden ca. 1,3 Millionen Menschen aus fast allen Regionen nach Auschwitz deportiert. Über 1 Million Juden, aber auch Kriegsgefangene, politisch Verfolgte, Roma, Sinti, Zeugen Jehovas, Homosexuelle. Auschwitz war das größte Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis, aber längst nicht das einzige. Hier ein Blick auf die größten. In Treblinka zum Beispiel wurden schätzungsweise etwa 900.000 Menschen ermordet. Auschwitz bestand aus 3 Haupt- und über 40 Nebenlagern. Das größte Hauptlager entsteht 1941, Auschwitz-Birkenau. Es bestand aus über 300 Baracken, in denen zeitweise rund 90.000 Menschen gleichzeitig untergebracht waren. Die meisten hierher Deportierten aber wurden nach ihrer Ankunft für nicht arbeitsfähig befunden und direkt in den Gaskammern ermordet und danach verbrannt. Die übrigen Häftlinge wurden zur Arbeit gezwungen, bis zur tödlichen Erschöpfung. Viele kamen auch durch Krankheit, Unterernährung und Misshandlungen um. Insgesamt wurden etwa 1,1 Millionen Menschen hier ermordet. Auschwitz wurde zum Symbol des industriell organisierten Massenmordes. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz schließlich durch Truppen der Roten Armee befreit.